Ja, heute mal Grüße aus den Bergen von Nizza. Bei wundervollem Wetter. Warum hier? Wir sind hier oben beim Château de Belley. Hier ist heute ein Showcasting von Front Row. Und das ist ein guter Bekannter von mir, der Boris Bacarucha, Designer aus Weimar dabei. Deswegen sind wir hier. Mal gucken, wie das läuft. Ich mache ein ganz kurzes Video jetzt erstmal nur, wie ich so ein bisschen. Grüße gehen raus an Moritz von Irgendwas mit Bauen. Geiler Kanal, kann man sich mal reinziehen. Empfehlung. Ah, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Wird ganz kurz. Entspannte Zufahrt. Château de Belley habe ich letztens schon ein Video gemacht. Und jetzt gucken wir einfach mal hoch. Und schon sind wir oben. Ich habe in den anderen Videos schon ein bisschen was erzählt, deswegen mache ich das nicht nochmal. Wetter ist Bombe, es hat die ganze Nacht geregnet. Und ich habe jetzt gerade, muss ich mal ganz kurz hier. Also es ist ein biologisches, zertifiziertes Weingut. Und macht das Sinn, sowas auf so eine Tonne zu kleben? Da kriege ich ja Assoziationen. Ja, okay. So. Und natürlich wieder. Prädestinierten Parkplatz. Alles richtig gemacht. Jetzt gucken wir mal rein. So. Die Ruhe vor den Sturm. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Die Merch-Abteilung, das ist genau was für mich. Was ist denn da? Okay. Also hier ist es so, dass jeder Designer so ein kleines Gastgeschenk mitbringt für die Gäste und die werden jetzt gerade eingepackt. Es wird alles vorbereitet. Uff. Ja, da hinten ist dann praktisch keine Ahnung, Backstage oder sowas. Und es geht ja wohl erst 18 Uhr geht's los, Robert? 18 Uhr Weinverkostung, 19 Uhr beginnt die Show. Ah, okay. Eine Stunde Weinverkostung, ja, das ist perfekt. Das ist eine total Hacke und gucke eh nicht mehr. Das läuft super. Ja. So, gibt ja noch gar nicht so viele, dass da hinten ist das Team vom Catering oder was? Ja, das sind die Girls schon. Ja. Ah, okay. Ja, nee, hinten, ganz hinten die Schwarzen, Schwarz ist Catering und davor schon die Models. Ach ja, klar. Okay, ich guck noch mal kurz rein, ob man was abkätern kann. Okay, waren wir ja schon mal diese Woche. Heute mal ein bisschen unter einem anderen Gesichtspunkt. Und jetzt bin ich gerade angesprochen worden von dem, den ich die Woche schon mal getroffen habe, durch Zufall hier oben. Dass ich so ganz anders aussehen würde, hätte mich gar nicht erkannt. Er glaubt aber zu denken, dass ich schon mal da gewesen bin. Ich sage ja klar, in Struppi-Klamotten. Hat er zwar nicht verstanden, weil es war ja Englisch. Habe dann tatsächlich musste ich mich heute mal gezwungen sehen. Nicht ganz so bunt zu tragen. So, ich bin noch mal ganz kurz mit dem Veranstalter gequatscht. Also es wird so sein, heute Abend dann, dass die hier rauskommen. Hier runter, das habe ich nicht so richtig verstanden, aber ich glaube schon, da ist jetzt die Presse oder so, Gäste. Die kommen hier raus, präsentieren, gehen nach hinten wieder rein, bla bla bla. Und der Platz ist gewesen, weil die Sonne ja da aufgeht und gerade eine Wolke. Und dann da hinten runterläuft. Und jetzt, na, mal gucken jetzt. Ich muss tatsächlich sagen, sind sehr entspannt, wie wir gerade gehört haben, 18 Uhr Weinverkostung, 19 Uhr Beginn. Die sind jetzt hier alle erst, das Catering-Unternehmen vor einer Stunde oder so gekommen und fangen jetzt erstmal ganz entspannt an, Stühle zu stellen, Technik aufzubauen. Naja, mal gucken, soll ja noch irgendwas mit Kerzen. Na dann, bis später. Ja, ich habe mich gerade mit jemandem noch mal kurz, das ist also praktisch die Eventfirma, die immer hier oben die Events ausstattet, wenn man jemanden in Frankreich jemanden sucht. So.
nicht hier. So, es bricht ja langsam so ein bisschen das Chaos aus, weil der Platz hier oben doch sehr beengt ist. Da sage ich immer wieder, frühzeitiges Erscheinen sichert gute Plätze. Was ist denn jetzt los? Da, jetzt sind wir da. Ja. Okay, na, der nächste. Jo, na, wie läuft sowas ab? Gestern war ja Anprobe in Reddison Blue in Nizza unten. War lustig, aber es gab nicht viel zum Abketern. Und jetzt wird es interessant hier. Gut, das soll es dann aber wirklich gewesen sein, weil viel gibt es nicht mehr zu erzählen. Oh, was haben wir denn hier? Aha, die kurz. Oh, da haben wir Karuka. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, ja. Ja? Robert, such sehr entspannt. Die Lausebande aus Weimar hier, ne? Am Start. Am Start, am Mittelmeer, mitten im Weinberg. Genau, zur feindlichen Übernahme bereit sozusagen. So. Na dann, machen wir mal aus. Einen Blick. Die Côte d'Azur. Bis zum nächsten Mal.